Guten Tag. Ich freue mich, Ihnen die Arbeit des EJF vorstellen zu dürfen, und zwar anhand des Diakoniezentrums in Heiligensee. Hier befinden sich fast alle Arbeitsbereiche, die das EJF in vielen Bundesländern abbildet. Auf 16 Hektar, die seit 1966 entwickelt wurden, sind verschiedene ambulante und auch stationäre Einrichtungen beheimatet. Und wir vermieten auch 500 Wohnungen an Jung und Alt. Dieser Integrationscampus lebt von der ehrenamtlichen Mitarbeit und dem Engagement der Bewohner hier. Man kennt sich, man schätzt sich, man hält auch viel miteinander aus. Und die Mitarbeitenden weisen einen hohen Anteil an Motivation auf und bleiben zum Teil sehr, sehr lange bei uns Mitarbeitenden. Und der Marktplatz, den Sie im Hintergrund sehen, da treffen sich alle Bewohnergruppen, kennen sich und genießen hier das Leben miteinander.